Lazarus? Ne, wir nehmen erstmal zwei getrennte Wege. Leute, geht sparsam mit der Gelbwurz um, die Sabit uns gebracht hat. Denn wir wissen nicht, was ihm zugestoßen ist. Wenn jemand etwas von ihm hört, irgendetwas, oder wenn ihr irgendwo seht, wenn ihr ihn irgendwo seht, dann lasst es mich so schnell wie möglich wissen. Yassir. Ich habe deine Notiz gesehen, Yassir. Wer ist dieser Sabit? Sollte er euch Medizin besorgen? Ja, er hat uns jede Woche frische Kräuter gebracht. Wir haben allerdings schon viel zu lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß, er könnte tot sein. Aber du kennst den Mann nicht. Bei ihm ist alles möglich. Er wollte ein Gesichtsloser werden und würde sich nicht einfach so umbringen lassen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich nach ihm suchen sollte? Und was ist mit dem Fieber? Ihr braucht immer noch Kräuter, oder? Er lebte in einer Hütte auf dieser Felseninsel. Und ja, dort hat er seine Medizin aufbewahrt. Aber sei vorsichtig. Wenn etwas Sabit erwischt hat, solltest du es nicht unterschätzen. Alles klar. Dann gehen wir erstmal... Oh, was ist das? Warum kann ich das direkt abgeben? Warum kann ich das direkt... Achso, die Kräuter oder was? Kräuter kann ich direkt abgeben. Oder wie? Sag mal, dieser Sabit, als was hat er vor dem Ausbruch gearbeitet? Er war Förster. Ein stolzer und mutiger Mann. Er sagte immer, er ziehe die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vor. Ja, ich kenne solche Typen. Dann war er der perfekte Gesichtslose? Nein, das kam erst später. Er war zuerst kein Gläubiger. Erst als die Mutter ihn gesegnet hatte, entschloss er sich, ihr nach Kräften zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und da fing er an, euch Medizin zu bringen? Er kümmerte sich um die Bedürfnisse unserer Gemeinschaft, ja. Und er lebte weiter in der Hütte? Das ist aber eine ziemliche Entfernung, besonders zu Fuß. Und genau deshalb war Sabit etwas Besonderes. Er hatte vor nichts Angst, weder vor den Monstern noch vor der Dunkelheit. Er lief nachts in der Gegend herum, als wäre es nachts. Nichts. Der schmale Grat zwischen Mut und Wahnsinn, hä? Bind der? Der wurde bestimmt von einem Schattenjäger erwischt. Du kannst doch hier nachts nicht einfach so rumlaufen, ey. Prägevorschlaghammer, okay. Wir haben ein bisschen Munition ausgegeben. Bei dem großen Boss. Okay. Es wird dunkel. Ich sag gerade, man soll bei Nacht nicht rumlaufen. Wollen wir bei Dunkel rausgehen? Nee. Nee. Ja. Wir rufen unser Auto zurück und legen uns kurz schlafen. Und dann geht's los. Seiner Hütte. Schlafen. Ich überlege gerade, wo ist das? Hier, oder? Ich finde, das ist fast schon dämlich und nicht mutig, bei Nacht hier rumzulaufen. Wir werden das bestimmt auch ab und zu mal machen, aber wir haben ja das Main-Character-Syndrom, ne? Der Main-Character überlebt das schon, aber so Side-Characters, da wird schwer. Den Weg jetzt folgen, dann rechts, wenn man es muss, nee. Was dann? Weiter geradeaus die ganze Zeit. Über die Schienen und dann rechts. Ach, das ist dieser... Dieser kleine See, wo die Frau dort ihren Mann begraben hat. Da wohnt er? War doch gar keine Hütte, da war doch bloß so ein kleines Camp, oder? Das ist doch ein anderer See. Oh Gott. Oh Mann.
machen. Brüder. Wieder so ein Gläubiger. Mache ich das. Aber nur wenn ich eine Belohnung bekomme. Hilf mir, bitte. Gib mal schön was her. Pasta oder vielleicht ein Mod? Ich muss wieder zu Atem kommen. Ich danke dir. Na, ich, viel zu wenig. Ich habe ihm doch nichts getan. Ist dir dein Leben nicht mehr wert? Getreten, gib mir mehr. Du hast mich nicht sterben lassen. Gib mir mehr. Ich danke dir. Gemeinheit. Steck dir mal ein. Gar nicht mehr nicht da. Danke. Immer diese Exploder, aber ich bin so froh. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann vielleicht gepatcht haben oder so. Ich kann mich erinnern an Zeiten, als The Following noch neu war, als ich es damals das erste Mal gespielt habe. Da bist du an so einem Exploder vorbeigefahren, der explodiert und du bist einfach gestorben. Jetzt kriege ich bloß so ein bisschen Schaden. Also das müssen die irgendwann geändert haben. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Weiß ich, ich bin der Meinung, die haben früher viel mehr Schaden gemacht. Viel, viel mehr. Insel da? Ja, da oben. Na toll. Kommt man hier hoch? Hier ist eine Hütte. Das wird seine Hütte sein. Ich sehe schon das Problem. Ich sehe jetzt schon das Problem. Habt ihr es auch gesehen? Da ist eine fette Höhle unter seiner Hütte. Irgendwas hat sich einfach von unten reingebuddelt. Und hat ihn wahrscheinlich im Schlaf erwischt. Fette Höhle drinne.
So. Ja. Er war gerade am Essen. Und dann ging hinter ihm der Boden auf. Na toll, ein Nest. Ja. Hier ist ein richtiges Nest. Da ist ein gottverfluchtes Schattenjägernest unter der Hütte. Die Hälfte von Sabets Sachen ist in der Höhle gelandet. Ich werde nach diesen Kräutern suchen, aber ich bezweifle, dass er noch lebt. Dann war's das. Wage es nicht, da reinzugehen. Diese Nester bedeuten den sicheren Tod. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Oh, neuer Tagesanbruch? Suchen Sie nach der Quelle des seltsamen Geräuschs. Also die Quest ist jetzt abgeschlossen. Wir können jetzt einfach zurückgehen und die Kräuter abgeben. Aber... Wie spät ist es? 8 Uhr morgens. Das ist die beschissenste Zeit, um in so ein Nest reinzugehen. Die absolut beschissenste Zeit, in so ein Nest reinzugehen. Kann man das Seil hier benutzen? Gehen doch jetzt nicht da rein, oder? Warum tun wir das? Leute, warum tun wir das? Das ist gerade eine echt beschissene Zeit für sowas. Es brennt. Heilige Gnade. Scheiße. Seien Sie gnädig und töten Sabit. Ach, das ist noch kein Nest, aber das wird jetzt zu einem Nest. Und Sabit ist der allererste, der hier verwandelt wird. Oder was? Ja. Yazir muss das gar nicht erfahren. Hier erklärt dir das Spiel quasi storytechnisch, zeigt es dir, dass wie so ein Nest von innen aussieht und wie das aufgebaut ist mit diesen Dingern hier, würde ich mal sagen. Wir waren schon in dem Nest drin und haben schon weit geklärt sogar, aber wenn du den Quest so folgst, dann landest du hier wahrscheinlich das erste Mal so richtig in einem Nest. Ja. Kranker Scheiß. Die haben sich den geschnappt. Lebendig. Um den hier zu verwandeln. Die Viecher sind gar nicht so dumm, wie man denkt, ne? Die töten nicht jeden Menschen. Krank. Wie komme ich jetzt wieder raus? Wo war das Seil? Ah? Nee. Ich habe den Überblick verloren hier. Das Ding ist voll klein, aber ich sehe trotzdem nicht, wo es hier rausgeht. Hier saß er, oder?
Leute, wo geht's hier raus? Bin ich etwa der Nächste? Holen die mich jetzt gleich? Wo ist der Ausgang? Geht den Ausgang nicht? Ich möchte meinen, da wo das Licht herkommt. Nur so ein winzig kleiner, so eine winzig kleine Öffnung, da passe ich doch nicht durch. Hilfe? Irgendjemand? Seht ihr, wo es hier rausgeht? Stell dir vor, das passiert ja im echten Leben, weißt du? Du kriegst irgendwo in so eine Höhle rein und dann siehst du einfach nicht mehr den Weg nach draußen. Obwohl du weißt, der war gerade eben noch da. Du siehst den einfach nicht. Ich sehe nicht, wo es hier rausgeht. Hilfe, irgendjemand. Sagt mir, wo ich langgehen soll. Was ist denn das jetzt passiert? Das kann doch nicht sein. Du musst doch oben lang gehen. Hä? Du musst doch oben irgendwo in Öffnung sein. Mich verarschen. Hier? Leute, das ist kein Witz. Ich komme hier nicht raus. Brauch Hilfe. Seht ihr keinen Weg? Ich sehe auch keinen. Also ich verstehe es gerade nicht. Muss doch eigentlich hier oben irgendwo ein Weg sein. Ich sehe nicht. Oder das Seil, an dem wir runtergeklettert sind. Ich sehe kein Seil, ich sehe keinen Weg. Ich sehe Wurzel, Stalaktiten. Ja, ich hab's. Ich hab gerade überlegt. So habe ich ihn gekillt. Von hier bin ich gekommen. Rückwärts gelaufen.
Hier. Alter Schwede. Hab ich nicht gesehen. Jetzt sehe ich das Seil auch. Kommt man jetzt hier raus? Da nicht mehr raus. Danke, Scheiß. Und weilchen habe ich gedacht, ich komme dort einfach nicht mehr raus. Müsste so ein Krokodil oder sowas kommen. Das fehlt noch, ey. Unterwassermonster. Jo, Hallöchen, Madara. Ja! Auch sowas von. Lass mal eine Runde Krakenfodder spielen. Habe ich schon komplett vermisst. Kein Grund, gleich mit Kriegsverbrechen hier anzufangen. Ne? Nur weil ich kein Krakenfodder spiele, kein Grund, gleich hier die Kriegsverbrechen auszupacken. Pizza Hawaii. Ja. Abkürzung. Das Auto tut mir leid. Das Auto tut mir fast schon leid. Da versucht man eine Abkürzung zu nehmen, am Ende macht man nur alles kaputt. Was merkt man oder was lernt man daraus? Nehmt keine Abkürzungen. Fahr die Straße lang. Die Lichteffekte sind schön, ne? Wenn man sich mal überlegt, wie alt das Spiel eigentlich schon ist. Dass das solche Lichteffekte hat.
Keine Sprungchance. Sondern bestimmt Sprünge machen. Dying Light 1. Überlegen. Und so aus 2015 rum. 2013 vielleicht sogar. Dying Light 2 kam jetzt erst vor, glaube ich, 2 Jahren raus. Das ist ja noch der erste Teil. Weiß ich gar nicht. 2015. Okay. 2015 ist jetzt schon 9 Jahre alt. Wenn man das so nimmt, ne? Das sieht doch echt gut aus, muss ich sagen. Stimmt's, Burak? Das habt ihr doch gebraucht, oder? Ja. Es wird uns sehr helfen. Das mit deinem Freund tut mir leid. Danke. Aber zumindest wissen wir jetzt, was mit ihm passiert ist. Und es ist keine Schande, auf diese Art zu sterben. Weiß doch gar nicht, wie er wirklich gestorben ist. Wir haben ihn umgebracht, weil er sich in ein Monster verwandelt hat. Naja. Ich habe länger in der Höhle festgesessen. Und habe mehr Zeit damit verbracht, zur Höhle hin und her zu fahren, als ich tatsächlich dann in der Höhle drin war. Rein, 3-mal draufgeschossen, fertig. Naja.